sieh sich einer das an. Was ist das? Sehen aus wie Futterbecken. Das hier könnte eine Brutstätte sein. Eine was? Sie ziehen diese Fische auf, um sie an andere Tiere zu verfüttern, wie im Delfinarium. Wie die Killerwale? Ganz genau. Das ist eine Menge Fisch. Wie viele Wale füttern sie damit? Ich weiß nicht. Sieht aus, als könnte einer dieser Tanks 3 oder 4 Orcas am Tag füttern. Seit wann sind Sie Fischexperte? Ich kann höchstens raten. Da drüben ist ein Schild. Es sieht aus wie ein Terminplan oder so. Das hier ist eine Brutstätte. Das ist der Zeitplan für die Becken. Warum glaube ich nur, dass mit diesen Fischen keine Wale gefüttert werden, Doc? Ihr Blick. Herzlich willkommen übrigens zurück zu Jurassic Park The Game. Halt. Geht weiter. Ich habe was gehört. Alles okay. Jess, Gott sei Dank. Na, Familie wieder vereint. Alles okay? Bist du verletzt? Nein, mir geht's gut. Können wir endlich nach Hause? Ich bin so froh, dass Sie beide noch leben, Jerry. Wie sind Sie hergekommen? Wir sind in der Nähe einer Tourroute aus einer Dienstluke in den Tunnel geklettert. Zum Glück hat jemand das Tourprogramm laufen lassen. Danke. Sie meinen... Dr. Sorkin, die Telefone gehen nicht. Wie bitte? Kein Freizeichen. Sie meinten doch, die Telefone hier würden funktionieren. Seltsam. Mir wurde angezeigt, dass die Hauptleitungen hier aktiv sind, es sei denn... Natürlich. Die Computersysteme kontrollieren alles, auch die Telefone. Wenn der Stromausfall länger anhielt, als die Notstromakkus reichten, muss das System wieder hochgefahren werden. Bringen Sie uns zu den Telefonen, Doc. Wir haben nicht viel Zeit. Mr. Yoda, ich lasse mich nicht länger von Ihnen herumkommandieren. Hören Sie, das hier ist kein Ausflug. Wenn wir Injay nicht rechtzeitig kontaktieren und einen anderen Helikopter ordern, der uns hier rausbringt, macht ein Bombengeschwader die Insel und uns platt. Was? Ganz recht, Doc. Sie bringen all ihre kostbaren Tierchen um und versenken die Insel im Pazifik. Dios mio! Das meinten Sie also mit Ground Zero? Ganz genau. Sagen Sie mir das doch früher! Das ist mein Zuhause! Ihr Zuhause? Was soll das heißen? Ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, wir würden jetzt längst von der Insel runter sein. Diese Insel ist die Heimat ihres Volkes. Moment. Was hat Dr. Sorkin vor? Laura? Warten Sie, was werden Sie... Wo geht sie hin? Keine Ahnung. Diese Rotunde. Dort ist der Kontrollraum. Sie geht ohne uns zu den Telefonen. Verdammt! Holen Sie den Aufzug wieder hoch! Sie haben beim Bau hier viele Fortschritte gemacht. Paläozoikum, was? Tja, die meisten der Prachtstücke hier stammen wohl nicht aus dem Jura. Mhm, erinnert mich wieder an das Tagebuch. Ah, Paläozoikum. Vom ältesten zum jüngsten System. Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Interessantes Konzept. Lebende Fossilien. Wie soll eine Mücke auch Fische stechen, die hunderte Meter unter der Wasseroberfläche leben? Das kleine Becken ist cool. Wurden diese Tiere wie die Dinosaurier geklont? Nein, sie sind nicht ausgestorben, sondern leben auch heute noch im Meer. Man nennt sie lebende Fossilien, weil sie sich von den alten Fossilienformen, die Paläontologen fanden, kaum weiterentwickelt haben. Oh, ist das ein Pfeilschwanzkrebs? Könnte sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über Meeresfauna. Fauna. Wie geht's dir, Jess? Mein ganzer Körper zittert. Ich wäre sogar lieber wieder im Gefängnis. Ich hab das Weglaufen satt, Dad. Ich weiß, ich auch. Aber jetzt sind wir erstmal sicher. Okay. Was ist da oben? Was soll das sein? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Mosasaurier. Moser, was? Sieht ziemlich gruselig aus. So eine Art Meeresechse. Stell dir eine große Moräne mit einem Krokodilkopf vor. Krokomuräne? Toll. Klingt nett. Keine Sorge, auf meiner Liste von Parktieren sind keine Meereskreaturen. Wofür sind dann all die Futterfische? Futterfische?
Ja, wir sind durch einen großen Raum voller Fischbecken gekommen. Laura meinte, mit denen werden andere Tiere gefüttert, zum Beispiel Wale. Hm, ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Ich finde das aber voll interessant und cool hier. Ich würde das gar nicht so ins Lächerliche ziehen an Jessys Stelle. Ich würde das mega interessant finden eigentlich. Genau, ich würde ihn mal... Ich gehe mal rüber zum Infostand, okay? Ja, Dad. Ich würde mir an ihrer Stelle alles auch angucken. Ja, eine Information könnte ich jetzt brauchen. Hm, clever. Sieht aus, als würden sie Daten aus der paläozoischen Ära als tägliche Tastencodes benutzen. Okay. Die paläozoische Ära ging der ältesten Periode auf der Anzeige voraus. Vielleicht beginnt die Abfolge nicht am Anfang der Woche. Was auch okay, immer. Okay, heute ist Sonntag. Ich brauche den Code von Freitag. Ja. Mhm. Nicht schon wieder. Billy, Sie kennen nicht zufällig die Reihenfolge der paläozoischen Perioden? Oh, natürlich, Jerry. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit, Verlängerung und Elfmeterschießen. Oh, schon klar. Verstanden. Beeilen Sie sich einfach. So geht's mir auch gerade. Warte. Ich will da auch noch mal gucken, bevor ich mich um das tolle Rätsel hier kümmere. Super. Wo ist nur das Schulungshandbuch? Input. Na? Code funktioniert nicht. Sie Handbuch im Informationsbüro. Okay. Alles okay. Nima. Alles gut zwischen Ihnen beiden? Bringen Sie einfach den Aufzug zum Laufen. Ja. Ich habe nicht mit Ihnen gesprochen. Bitte keine Streitereien mehr. Unsere Lage ist auch so sonst schlimm genug. Ja. Ich habe auch keinen Bock mehr auf Streit, hier Aufzug bedienen. Ey. Ich muss den Aufzug zum Laufen bringen. Hm. Dann müssen wir uns wohl tatsächlich um dieses komische... Oh, die Steuerung macht mich hier langsam wahnsinnig so. Montag, Dienstag, Mittwoch. Mhm. Paläozoikum, Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Muss ich mir das jetzt mal aufschreiben oder kann ich mir es merken? Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Carbon und Perm sind die letzten. Ich weiß jetzt nicht. Ich gehe mal rüber zum Infostand, okay? Ja, Dad. Warum muss ich das tun? Hier ist genug, um die Reihenfolge abzuleiten. Wenn ich mich nur an die Reihenfolge auf der Anzeige erinnern könnte. Perm? Klingt richtig. Aber wo will er das jetzt hinpacken? Ich will das nur... Okay, ja. Mein bester Tipp. Nee. Nein. Das ist aber nicht richtig. Oh, gut. Eine andere. Na also, die wollte ich Schlüssel die ganze Zeit angucken. Einstecken. Code hält 24 Stunden und so weiter und so fort. Morgendlicher Betrieb setzt Vorgang zurück. Schlüssel gegen Uhrzeigersinn auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Tastatur setzt zurück und piept 3-mal. Im Uhrzeigersinn auf Zurücksetzen drehen. Vorherigen und neuen Code eingeben. Klingt machbar. Ich werde mir jetzt schon mal nebenbei hier Zettel und Stift krapschen und mir diese Perm-Krams-Sache da mal nochmal angucken. Weil, da muss ich nicht immer hin und her laufen. Und ich sehe das ja auch von hier eigentlich schon. Die Frage ist, von wo es anfängt. Von ganz unten nach oben? Also halt von oben nach unten oder von unten nach oben?
Ich schreibe mal einfach Perm oben hin, so wie es hier auch steht. Dann kommt dieses Charon oder was. Das sieht man ja Gott sei Dank gerade so ein bisschen. Dann kommt Devon. Dann kommt Silur. Und dann kommt Ordo irgendwas. Ordovizium. Ne? Haben wir gleich was gelernt. Paleozoikum, Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Er liest es ja auch von unten nach oben eigentlich vor. Ich muss mal jetzt auf die Zeiten achten. 542, 488, 43, 416, 359, 299. Okay. Gut, versuchen wir es nochmal. Ich bin am Aufzug. Ja. Okay, Dad. Tschüss, Dad. So. Nee, das solltest du jetzt gar nicht machen. Da wollte ich eigentlich auch gar nicht hin. Bringt auch gar nichts. Wir wollen dahin. Ja, dahin. Dankeschön. Das mache ich nämlich danach. Wir wollen uns hier rumkümmern. Und kannst du das hier nochmal irgendwie ändern? Samstag. Mein bester Tipp. Freitag. Ich versuch's im Aufzug. Donnerstag. Okay. Das heißt, dass oben Au Pair eigentlich hin muss. Weil es geht ja von der Woche zurück. So verstehe ich das jetzt, so wie die Zeit auch zurückgeht von der Tafel. Ich weiß jetzt aber nicht, wo er halt den nächsten überhaupt hinlegen will. Also ich weiß jetzt nicht, wo er den hinpackt, aber Perm ist ja schon völlig verlegt. Silur, Silur. Ist eigentlich das... Könnte genauso passen wie alle anderen. Ja, pack's auf... Nein. Soll eigentlich auf Dienstag, wenn ich das richtig... Na, egal. Das ist eh nicht richtig. Okay, versuchen wir es am Aufzug. Das ist nicht richtig. Ach so, die kann man jetzt mal auch tauschen auf den einen. Ich warte mal. Können wir... Ach, ich will das mal angucken. Kannst du das mal angucken? Nimm mal Devon, damit ich das nochmal sehe, weil anders ich muss was nehmen. Nach Devonshire benannt. Welcher fehlte? Vielleicht. Ja, nimm mal. Pack den auf Freitag. Ich kann das nicht so lange sehen. Ich will das mal länger sehen. Kannst du dir das mal angucken, bitte? Ja. Samstag. Mein bester Tipp. Ich versuch's im Aufzug. Freitag, Ordo. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere das jetzt mal. Ich kann das lange nicht... Ich kann das leider so nicht so gut lesen von hier. Und wenn er das so schnell macht, dann kann ich nicht überlegen, wie ich das jetzt eigentlich legen würde. Das finde ich ein bisschen blöd, dass das so fährt. Mein bester Tipp. Ich versuch's im Aufzug. Er geht ja irgendwie auch von dem einen Freitag... Nee, warte mal. Er geht doch von dem einen Freitag zum nächsten Freitag zurück, was mich auch verwirrt. Mein bester Tipp. Ich versuch's im Aufzug. Ich mach's jetzt einfach. Ich habe jetzt keine Lust, mir deren Reihenfolge auch noch gerade aufzuschreiben. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal zum Aufzug. Vielleicht ist es ja auch zufällig schon richtig gelegt. Es hat er doch gepiept irgendwie. Wenn es natürlich nicht richtig ist, kann auch nichts passieren. Muss ich das nicht... Genau, und jetzt wieder zurück. Oder so. Da ist ja auch so ein Häkchen dann. Also ich glaube, dass die Reihenfolge einfach auch noch nicht stimmt.
Und das ärgert mich gerade ein bisschen. Ich mag ja Rätsel, das wisst ihr ja. Aber es muss auch so sein, dass ich mich damit auseinandersetzen kann. Ich versuch's im Aufzug. Cambrium Mittwoch, Freitag Ordovizium. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ich habe hier, sind ja auch 5 dieser komischen Zeitnamen. Ordo stand, glaube ich, ich mach's jetzt einmal. Wo ist Ordo? Ich will mich jetzt nur mal auf 1 konzentrieren. Ich versuch's im Aufzug. Das ist eigentlich auch Freitag, soweit ich weiß, genau. Steht jetzt jedenfalls auf so. Und den einen kann ich ja irgendwie gar nicht mehr wegnehmen, ne? Kannst du noch mal dann Silur nehmen? Silur. Nimm mal. Und jetzt nimmt er den auf Freitag. Okay, versuchen wir es am Aufzug. Das dürfte eigentlich nicht richtig sein. Wenn ich jetzt Devin nehme, das ist für mich eigentlich auch die Mitte. Deswegen war Ordo eigentlich richtig. Und Perm gehört, oder nimm mal Perm. Perm. Weil das zumindest auch am frühesten steht. Je nachdem, wie man es halt jetzt wie rum sieht. Okay, mein bester Tipp. Genau. Wir versuchen es einfach nochmal. So. Der tolle Aufzug. Kannst du das resetten? Oder nicht? Okay, es ist auf normal. Kannst du da was tun? Ich muss den Aufzug zum Laufen bringen. Es war aber nicht richtig. Also war das Drehen zwar richtig, aber ich glaube, das Ding hier noch falsch, wo ich es immer noch nicht... Ich kapiere es auch nicht, wenn ich ehrlich bin, kapiere es nicht. Devin ist eigentlich auch falsch, aber ich weiß nicht, ob wir den schon hatten. Devon. Devon. Nimm Devon. Versuchen wir es hiermit. Ja, probier's mal einfach. Ich mach mal wieder die Probiertaktik, weil ich anscheinend zu blöd bin für die Rätsel hier. Weiß auch nicht, warum das damit zu tun hat, wie gesagt, mit dem Aufzugsscheiß jetzt hier irgendwie. Ob das dann besser funktioniert oder nicht funktioniert. Ja, ja. Passiert ja irgendwie gar nichts. Vielleicht muss man auch ganz auf Input und dann wieder zurück auf Normal. Dann lieber doch die Taktik, die ich gerade eben hatte. Ja, das ist schön. Du bist da richtig gut drin. Vielleicht sollten wir uns nochmal die Bedienungsanleitung durchlesen. Oh, Mano. Mach hinne. Schlüssel auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Auf Zurücksetzen drehen, den alten und neuen Code eingeben. Eingabe, halten, zurücksetzen, Code. Eingabe, halten, zurücksetzen, Code. Mhm. Ja, dreh dich. Eingabe. Halten. Gibt's überhaupt nicht. Deswegen nochmal. Eingabe. Halten. Zurücksetzen. Code. Das funktioniert alles nicht. Ich verstehe das nicht. Ja.
Ja, das... Nee. Eigentlich haben wir auch nur noch einen jetzt nicht ausprobiert. Von dieser Magnettafel. Mache ich jetzt auch nochmal. Selur. Selur. Nimm mal Selur. Okay, versuchen wir es am Aufzug. Tja, versuchen wir es doch mal im Aufzug. Das hatten wir ja noch gar nicht ausprobiert, Leute. Ich würde sagen, wir versuchen es jetzt einfach mal mit dem Aufzug. Das ist ja ganz einfach. Ja, man muss halt nur den Dreh raus haben. Ah! Den Dreh. Den hast du auch irgendwie noch nicht, ne? Kannst du nicht einfach mal B drücken, nur ganz normal? Nö. Wieso eigentlich drehen? Aber es muss doch immerhin piepen. Es piept ja nicht mal. Probiere hier alle möglichen Taktiken aus, weil das, was die hier sagen, ist ja sowieso irgendwie komisch. Da kommen ja dann auch immer die Häkchen, die ja eigentlich schon zeigen, dass es richtig ist, was man macht, aber es passiert ja dann auch irgendwie nichts. So. Ja, jetzt hat es gepiept. Und? Nix. Nix. Einfach mal nix. Ja, das ist doch cool. Das ist doch cool. Cooles Rätsel. Ey. Das ist voll gut, ey. Hä? Ich mach das hier. Ich mach das hier, Leute. Quatsch mal mit ihm hier. Lass dir mal helfen. Das kann nicht sein. Oh. Mein bester Tipp. Ich versuch's im Aufzug. Wieso kommt dieses Cambrium-Dingens überhaupt dann zu einer völlig anderen... Ach, nimm wieder Perm. Ich bin für Perm. Perm haben wir auch am Anfang genommen. Perm. Perm ist super. Ich nehme Perm. Wenn es mit Perm jetzt nicht geht, dann weiß ich auch nicht, ne? Okay, mein bester Tipp. Ja, Mann. Perm. Die gewinnen wir, die Wette. Haben wir mit Perm das überhaupt schon richtig ausprobiert mit dem Aufzug? Also so richtig mit dem richtigen Dreh? Weiß ich nicht. Anscheinend nicht, sonst hätten wir es ja schon geschafft. So. Ich habe den Dreh schon raus. Ich weiß genau, wie es geht. Ne? Kannst du nicht? Ich muss den Aufzug zum Laufen bringen. Du bist ja schon dran. Warum geht er immer weg? Und warum kann ihm keiner helfen? Ach, da geht ja gar nichts. Ist schon richtig so. Ach, wegen dem Halten. Wie soll das ja halten? Vielleicht geht das ja doch. Geht das, dass ich halte? Warte mal, ich bleib mal einfach stehen mit dem Schalter. Das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. 1, 2, 3. Ich muss halten, Leute. Ich darf das nicht so schnell machen. Ich muss tatsächlich hier 3 Sekunden warten, ne? Bin drüber. Und dann soll man ja auch wieder eigentlich zurück. Okay. Dann macht er nämlich auch Road und dann geht man wieder zurück. Ja, ha, 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 ha. 9, 2, 5, 1.
Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. Hey, lassen Sie das zu. Sind Sie verrückt? Jemand könnte es sehen. Nur die Ruhe. Was sehen? Verdammt, Sie leichtsinniger Idiot. Was war das? Spionageausrüstung oder so? Ganz genau. Streng geheim. Und wenn du irgendwem davon verrätst, muss ich dich töten. Sie werden ihr kein Haar krümmen. War doch nur Spaß. Hey, ich hab den Aufzug zum Laufen gebracht. Hat nur 3 Stunden gedauert. Was ist hier los? Nichts, alles okay. Schluss damit. Wir müssen endlich los. Wir haben nicht ewig Zeit. Das stimmt. Ja, also war Perm doch richtig. Warum nicht gleich so? Ich hätte nur warten müssen und nicht den Knopf gleich drücken. Dad, meine Ohren, liebe was ist los? Die Lagunenrotunde liegt in einer Unterwasserumgebung mit höheren Druckverhältnissen. Bitte halten Sie die Nase zu und drücken Sie Luft hinein, um beim Hinabtauchen den Druck auf den Ohren auszugleichen. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Unwohlsein oder Schwindel verspüren, informieren Sie umgehend einen Schwindel? Mitarbeiter. Sie meinen einen Tiefenrausch. Das kann passieren, wenn man Druckluft einatmet. Woher weißt du das? Ich hab's in einem Film gesehen. Wow! Und da fahren wir hin? Ich denke schon. Sowas habe ich echt nicht erwartet. Das ist so cool! Vorsicht, ich gehe vor. Cool! Seht euch das an! Ich will mit Dr. Hammond sprechen. Nein, das kann nicht warten. Können Sie mich mit Mr. Maguire verbinden? Oder besser mit Peter Ludlow? Bitte beeilen Sie sich. Nein, hören Sie zu. Hier spricht Dr. Laura. Irgendwie gefällt mir ganz und gar nicht, was ich da sehe. Ich bin immer noch vor Ort. Holen Sie jemanden ans Telefon. Mr. Parker, ich will keine Rettung. Ich will den Bombenabwurf nicht verzögern, sondern ihn ganz verhindern. Wir sehen uns im nächsten Part von Jurassic Park The Game, Sie Leute. Sie ist nicht kontaminiert, sondern ein Wildreservat. Während Sorkin hier versucht, irgendwie die Situation zu retten, diese Tiere sind versuchen nicht wir verseucht. Erstmal Sie sind stark da die Tür gefährdet. Zu öffnen, um bei ihr reinzukommen. Und das machen wir im nächsten Part, Leute. Sie danke. Hören mir nicht genau, zu. Genau, aber mir hört ihr zu. So, und wir sehen uns im nächsten Part von Jurassic Park The Game nochmals. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.